Servus, herzlich willkommen zurück zu, heute kann man eigentlich fast wieder sagen, Space Astronomy. Ist es aber natürlich nicht. Wir sind immer noch in SevTech Ages. Mit dabei natürlich der Malte und Hallo. In der Rakete da hinten, so sitzt die Melanie. Ja, hallo. Hallo. Und die Melanie fliegt jetzt zu den Asteroiden und setzt da einen Teleporter. Mhm. Und Malte und ich, wir setzen jetzt hier einen Teleporter und dann genau hier, finden an dieser wir Stelle hoffentlich den Weg zusammen. Ja. Ja, genau. Dann Houston. Houston Sie mal. Okay. 5, 9, 13. Oh, ich sehe euch. Ja. Vorsichtig. Boah, es ist laut. Echt? Bei mir nicht. Jetzt ja. Und los geht's. Yeah. Jetzt sind wir sie los. Ja. Ich hab auch, Abschied war Abschied. Ich hab's noch nicht ernst gemeint. Ich hab nur so getan. Das ist wie das falsche Lächeln, ne? So. Ein falsches Winken. So, Asteroiden. Druck. Wow, jetzt habe ich aber gerade mein Hängerchen gehabt hier. Minus 1,5. Eine Windstärke gibt es 0,5. Okay. Ah, oh. Ich probiere. Uiuiui. Hätten sie stirbt. So, schon wieder. Nein! Als doch immer. Wie sie immer. Es gibt einen Ruckler. Oh. Bauen sie das Gerät mal hier hin. Oder? Ja. Ja, oder? Hier ist gut. Oh Gott, kriegst du ein Kind oder was machst du da? Okay. Musste. Wir haben hier keinen Strom, Herzelein. Umlegen. Okay. Scheiße. Oh. Ich erweitere jetzt hier erstmal die Plattform und ja, es gibt diese Haken, die man machen kann. Live-Haken, oder was? Ja. Warte. Grapple. Nee, wie heißt das? Doch, Grapple, ne? Also, ja. Ich bin nicht mehr auf einem Asteroiden gelandet, sondern auf einer Art Plattform. Das ist neu. Das ist nicht so wie. Mach die mal eben schnell. Und die ist viel zu klein. Ich bin nur ausgestiegen mit Ducken und sofort über die Plattform gesaust. Das ist ja auch okay. Blöd. Und dann fiel ich nach unten. Oh. So, ich habe uns für jeden mal einen gemacht. Anja, wir sollten sleepen. Ja. Das sollten wir tun. Lege. Ach, ich muss ja nicht schlafen. Ausnahmsweise. Und hier, Anja. Ich glaube, das funktioniert. Warte, lass mich mal ausprobieren. Was? Aber wie kann ich die... Some String. Ach, wir brauchen String. Ah, jetzt habe ich sie weg. Okay. Könnte hier String. Sozusagen dann auch die Rakete wieder platzieren. So, warte. Hier hast du 64 Strings. Oh. Ach, du liebe Liese. Muss ich die irgendwie verbinden miteinander, oder? Nee. Aua, es funktioniert automatisch. Aua. Anscheinend nutzt sich das auch nicht ab, soweit ich das gerade sehe. Ich hätte dir gar nicht viel. Aua. Oh, da kriegt man ja jedes Mal Knochenbrüche ohne Ende. Wie weit wenn man sich könnt ihr die aus wegschleudern? Einmal quer durch die Halle. Okay. Weil der nee, nächste. Die Halle. Der längs, ja. Wahrscheinlich noch länger, ich weiß es nicht. Weil der nächste, das ist ganz komisch, die Asteroiden sind alle über uns. Die Plattform ist fast, ich sag mal, wie am Boden. Okay.
glaube, man braucht nur einen String, Anja. Wir können, glaube ich, ein paar wegtun. Ja, nehmt doch lieber ein paar mehr mit, also... Ja, ja, das schon. Okay. Braucht nicht jeder 3 Stacks. Fliegt das ja sonst wohin wieder hin. So. Okay. Also ich baue jetzt hier den Teleporter auf der untersten Plattform auf und hoffe... Okay, Putzi, mach das mal. Wo haben wir denn jetzt Strom da drüben? Ja, ich habe da was drunter. Achso, hast du schon. Aber I don't have access. Oh. Mhm. Hast du aber access? Nee, aber kann ja, also ich meine, ich warte ja noch auf die Frequenz und das alles, ne? Ja, aber kannst du es öffnen? Ja. Nicht? Okay, dann kann das nur der Typ öffnen, der es gesetzt hat. Der Typ. Aha, der Typ. Ich bin auch eine Typin. Hey. Oh, ja. So, jetzt lass mich mal ausprobieren, ob ich da hinten... Das ist sehr weit weg. Aber die Birke. Also ihr müsst auf alle vielleicht Fälle öffentlich machen. Jetzt ist er nämlich weg, der... Ich kann noch gar nichts... Achso, doch. Öffentlich... Ja, weiß ich jetzt nicht. Wie rum ist es? Öffentlich... Muss es reingedrückt sein oder muss es rausgucken? Öffentlich muss es reingedrückt sein, aber ich kriege... Ah doch, jetzt okay. Kriege ich die Energie. Hat der Energie? Ja. Ihr müsstet zuerst irgendwie einen setzen. Wir haben einen gesetzt. Ich kann den. Achso, wir müssen hier einsetzen, oder was? Ja, ihr müsst was anwählen. Ihr müsst setzen? Asteroiden was anwählen? Ich kann hier gar nicht setzen. Nee, ich kann nichts. Ach, Scheibe. Keine Frequenz. Muss ich das selbst eintragen? Ja. Ich habe jetzt Erde. Oh, habt ihr Erde? Erde Melanie steht da jetzt. Ja. Wenn du das auswählst. Setzen. Ja, jetzt. Dann kann ich es aus der Aster. Jetzt ist auch das Fenster, der Rahmen etabliert und jetzt müsstet ihr durchkommen können. Aber langsam, weil. Hier ist kein Rahmen. Bei mir ist einer. Warte mal, dann kann ich vielleicht erstmal. Ich komm durch. Oh, komm durch. Also ich hab Erde und ich hab Stein. Yay! Oh, wir sehen dich aber nicht. Oh, ich bin. Ich muss vielleicht mal aus dem Chunk rauslaufen. Ah, ja, ja. Piste, cool. Aber jetzt ist das wieder. Ich habe keinen Zugang. Jetzt muss jemand anders den. Ja, hat also den steht jemand noch da. Aber also. Warte ja, mal. Ich habe das jetzt angewählt, Erde. Melanie. Aber. Okay, ich kann den Zugang nicht. Oder soll. Ein Rahmen. Pass mal ab, Melanie, ja. Und setz mal hin. Ist öffentlich? Kein Rahmen? Hä, wieso steht da kein Rahmen? Ja, habe ich mich auch gerade gewundert. Nee, nicht privat öffentlich. Hä? Gut nicht. Frequenzerde. Ist ja aber angewählt. Müsste das nicht Frequenz als Theorie nennen sein? Na, ich hatte einfach Erde von dort aus angewählt. Aber mussten nicht immer irgendwie zwei Frequenzen da sein? Ja, der andere ist ja eigentlich auch an. Ich konnte ja durchgehen. Warum geht's jetzt plötzlich nicht mehr? Kein Rahmen. Was heißt denn jetzt kein Rahmen? Vielleicht hat der andere zu wenig nicht. Strom. Aber der hat ja jetzt hier auch noch viel Strom. Muss man vielleicht hier unter die beiden auch noch? Nee, eigentlich einsetzen? Du. Okay. Den habe ich dort eingerichtet, Erde, und ich kann den jetzt hier anwählen. Normalerweise sollte das funktionieren. Ja, ich konnte ihn ja auch anwählen. Aber ich konnte jetzt nichts setzen oder so.
Und halt nur da drauf. Lass mich mal versuchen, warte. Ja, warte. Normalerweise musste man den, also auf dem Asteroiden hatte ich auch einen lila Rahmen gehabt. Okay, hier war er nie anders. Der war nie anders. Star Frame. Mhm. Okay. Du hast ihn komplett rumgemacht. Kannst du mir aber mal diesen Haken geben? Na hier. Und Faden, warte, ne? Habt ihr doch auch. Ja, genau. Also das Einzige wäre jetzt halt nochmal mit der Rakete zu fliegen und nachzuschauen. Erde Melanie, ja. Set. Weg. Aber kein Rahmen. Vielleicht musst du doch komplett rumgehen. Ach wie, wo? Kein Rahmen. Ach hier! Hier ja doch, auf. Der müsste ja umsetzen, ja. Na siehst du, hab ich doch gesagt. Das wusste ich jetzt nicht. Hab ich die jetzt aber schon ins ME geschmissen. Das haben wir doch ganz Zeit gesagt. Ich wusste jetzt nicht, was mit Rahmen gemeint war. Erde mit und so. Ich hab doch in der Dash. Ach so. Ich nehm Schnösch. Ach ja, ja. Ajo. Ich hoffe nur, der Energieding, das hält so lange. Der Saft auf nicht dem rausgeht. Ja. Weiß nicht, ich habe ein Elite drunter gesetzt. Ich hatte nur ein Basis-Energiemodul mit. Ich habe jetzt auch keine Solarmodule dran gestöpselt, weil ich ja nicht denke, dass wir da unten bleiben wollen, sondern irgendwo auf die Asteroiden dann dort was errichten wollen. Ich finde es halt nur wieder, naja, das ist jetzt wieder das Modpack, was es alles schwieriger macht. Vorher sind wir alle auf Asteroiden gelandet. Ach so, Erde, ja, danke. Danke. No Link. So. Doch aber jetzt ausgewählt. Meloni, bau du nochmal ab. Mach du nochmal. Keine Frequenz, ich glaube, das ist schon aus wieder. Ich hab's jetzt gesetzt. Auch so, kein so Link. Schnell. Warum denn? Ja. Haben wir noch eins das im ME? Toll hier. Ja, dann fliege ich halt nochmal hin und nehme ein neues nochmal mit. Hast du Rakete? Ja, ich hab alles einstecken. Ich hatte auch den Treibstoff schon wieder rausgenommen. Ich hoffe, wir haben jetzt noch einen. Basisenergie, ja. Warte, ich hab eine Idee. Bleib mal stehen. Nee, das war durch dich durch. Ja. Aber hier ist es jetzt so weit eingestellt, erstmal. Setzen. Kein Link. Ich glaube, das andere ist schon wieder aus. Oh, nein, das wird blöd. Oh. Ja, notfalls, vielleicht kann man ja auch überlegen, den Start hier rauszuschnippeln oder so. Ich hoffe nur, ich lande dann nicht auf dem drauf oder irgendwie nicht, dass ich wieder an derselben Stelle runterkomme oder ganz weit weg und ich komme nicht hin. Ja, lass uns mal gucken, wenn es soweit ist. Jetzt mache ich hier erstmal. Achso, hattest du noch so eine Batterie? Ist die da nicht noch drin? Nee, da ist keine mehr drin. Nee, du hattest sie rausgenommen. Was für eine Batterie? Okay, das reicht. Da habe ich eine Batterie. Warum soll ich keine Batterie haben? Eine ganz unauffällige Batterie. Was du? Huch. Larve jetzt. Oh, ich glaube, jetzt habe ich aber doch einen Faden verbraucht. Ja, manchmal, wenn der das Ziel nicht trifft, dann braucht er einen. Ah. Fühl dich an mich. Spät. Oh, das braucht aber lange zum Füllen. Doch ihm was zu meckern. Oder? Nein, ich habe nicht gemeckert. Das war eine Tatsache, also eine Feststellung. Oh. Ui. Oh. Oh. Was ist das jetzt? Ich bin auf dem Dach.
Oh. Ach, da oben. Ach, hast du da jetzt keinen Fallschaden gekriegt, wenn du dich runter... Nee, runter nicht, nur hoch. Sozusagen. Aha. Du. Wow. Weil, aua. Oh je. Mach auch mal ein Sieg, lustig. Oh. Aua. Eine Bruchlandung. Oh, der verbraucht sich, der Haken. Ach so. Ja. 374 Mal kann ich ihn noch benutzen. Oh, okay. Wie viel? 374 Mal. 366. Ja, ich schmeiß die mal raus, die Batterie, dann. Und, gib sie dir. Gib mir die. Ja, ja, ich will nur den Treibstofflader. Hinter falls dir, irgendwas hinter ist. Dir, Malte. So, und, Tschüssikowski. Oh, wir sollten aus dem Weg gehen. Sonst haben wir nachher gegrillte Locken. Warte. Aber ausgewählt ist es ja noch. Ihr könnt ja nicht reingucken, aber ich habe es noch ausgewählt. Und ich glaube, der Energie ist dann alle. Der Energie? Bye, bye, bye. Ja, gar nicht. Nö, ist unwichtig. Ja, beim zweiten Mal. Und bei dir so. Ja, Gott. Hm? Geht so. Oh. Ja, kommen Sie näher, junger Mann. Oh, bye. Junger Mann. Ach, weil die Dimension nicht geladen ist. Okay. Oh. Aber das würde ja bedeuten, dass man dann nicht hin kann, wenn da das keiner ist. Das heißt, wir können nicht zurück? Ja. Ich lande wo ganz anders. Okay. Oh. Das ist natürlich scheiße. Oh. 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 Ja, weil ein Creeper explodiert. Ich bin auf einem. Wäre sofort von Zombies attackiert. Ich steige mal hindurch, ne? Ja. Oh, ich sehe das aber unten. Ja, das ist nicht so weit weg. Naja, gut. Man müsste jetzt. Wir haben doch so einen Chunkloader, den wir bei den Voidminern haben, Anja. Wenn wir den daneben stellen, müsste das doch eigentlich der Chunk geladen sein. Theoretisch, praktisch, ja. Ja, haben wir da noch einen von, oder? Oh, einfach den ja, sonst nehmen wir Voidminer. Oh, Mann, du hast das Spiel verlassen. Oh, super toll. Ach, Mist. Aber ich bin gerade gespawnt. Warum passiert das? Warum? Das hatten wir bei Space Chunk nie. Schreibt man mit CH, ne? Hm? Ja. Chunk. Fächer. Also. Making the server. Und da oben ist eine riesen Base. Da sollten wir hin. Das ist doch dieses Wireding Gadget, oder? Wireding. Dunkloader. Ja. Hm. Das mit dem Propeller drauf. Genau. Mach dann mal zwei. Ne? Oh, bin ich jetzt. Oh, meine. Das Jetpack ist alle. Scheiße. Ich bin, glaube ich, im. Ja, ich bin wieder auf der Erde, weil ich im Teleporter stand. Ist es nicht toll? Oh. Na, supi. Ich sehe dich aber nicht. Ja, notfalls müsst ihr dann auch mit den Raketen kommen. Hast du dieses Modpack so sehr? Ja, die Probleme haben wir eigentlich erst angefangen. Mit Galactic Craft. Oh, du hast das Spiel verlassen. Ist das nicht toll? Ja. Ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Ja, und dein Jetpack, das war schon leer, oder? Ich weiß nicht, ich habe hier nur ein leeres Jetpack. Ich dachte, ich habe, aber da steht 0 von 10.000. Du meinst von 10 Millionen? Ja. Mhm. Und ich krieg auch sofort Schaden, wenn ich das anziehe. Du kannst nicht mit dem Ding rumfliegen. Okay.
Ich weiß nicht, wie man das mit der Rüstung, vielleicht hätte man das nächst bessere machen müssen, dass man das irgendwie, ich weiß, die anderen sind mit einer Rüstung rumgeflogen. Okay. Jetzt wüsste ich natürlich jetzt auch nicht, wie ich... Gott. Ja, und der Enterhaken hilft dir jetzt nichts? Dann doch, hier schräg über uns ist eine größere Base. Ich könnte mich da mit dem Enterhaken hin, aber dann entferne ich mich noch weiter vom Teleporter. Ja, aber du solltest ja zum Teleporter. Decke fest, glaube ich. Ja, ich glaub's auch, weil du verlässt andauernd und dann kommst du wieder und dann verlässt du wieder. Ja, ich bin gerade wieder auf dem Weg zur Erde, weil ich im Teleporter spawne. Ja, dann müssen wir es mit den Raketen normal landen, dann geht's erstmal. Ja, aber ich komme ja nicht raus, verdammt. Ich komme nicht. Nicht mal auf die Erde. Nee. Bau mal den Nupsi ab, Anja, den untersten Teleporterblock. Okay. Oh Gott. Ich wieder auf der Erde wenigstens sein kann. Am besten fliege ich nirgendwo hin. Ich bleib einfach auf der Erde, ich hab keinen Bock mehr. Ach, Scheibe. Jetzt bin ich im Space. Geh mal einen Schritt vorwärts. Ich sehe dich aber im Teleporter-Rahmen. Jetzt bist du verschwunden aus dem Teleporter. Bin gerade Also ich hab's jetzt gerade mal frisch angemacht wieder. Wieder da. Hey Anja, aber wahrscheinlich fliege ich gleich wieder raus. Ja, wenn nicht, baue ich es nochmal ab und lass es aus. Oder lass schon wieder verlassen. Bau es nochmal ab. Nee, warte. Jetzt habe ich es schon abgebaut. Oh ja, dann lass. Und ich mache jetzt. Setz jetzt kein okay, neues. Das ist zu weit weg. Verstehe es nicht. Java Error. Eine bestehende Verbindung, ja, danke. Mhm. Ich hasse Minecraft. Bah. Na, da hat er schon beten. Ja, verstehst du. Toll. Da, wo ich sein wollte. Aber. Da immer noch. Draußen sind gut, dass du rauskommst. Von draußen? Ja. Und soll ich es jetzt mal versuchen? Ja. Ich sehe aber jetzt auch nicht mehr, dass da ein lila Licht ist. Also ich habe ein lila Licht. Okay, na dann hat er noch Saft. Weiß ich, habe die Fackeln noch nicht ausgewählt, die habe ich nur im Rucksack. Ich sehe dich jetzt auch im Teleporter. Landschaft wird geladen. Oh! Ui! Ja, nicht zu weit rausrennen, ja. Siehst du mich hier Idee. Oben auf dem Asteroiden? Moment, ich habe hier Besuch. Du musst um die Plattform mal rumgehen. Ja, ich muss erstmal die... Ah, ich kann ja mal hier was hin platzieren. Ich habe eine Idee, Fackel wie ich steuern kann, glaube ich. Okay. Die Lauf gleich durch. In der Zeit, wo ich lade, baust du den Teleport. Beziehungsweise, wenn ich rausfliege, dann baust du den untersten Block ab und dann bin ich ja da. Denkst du? So wie eben, nur auf dem Dingens. Okay. Oh, ja, nein? Wo bist du? Siehst du mich oben? Ja, hier oben. Hier du musst auf der anderen Seite vom Teleporter mal rumgehen. Ja, in die Richtung. Jetzt hochschauen. Da. Okay, jetzt abbauen gleich. Du musst sagen, wann, Malte? Am besten jetzt schon anfangen. Ich lade gerade das Terrain. Wenn ihr lest, dass ich rausgeflogen bin, dann am besten
jetzt. Okay, aber baut den jetzt dann mal ab. Ja, ich habe schon abgebaut, okay, und wieder neu gesetzt. Nein, nicht neu setzen. Ja, nein, nur reingesetzt den Block, so wie eben. Ja, aber dann ist der Link doch wieder da, oder nicht? Nein, den muss man erst neu setzen dann. Ich muss das jetzt mal so machen, um da hinzukommen. Da stehst du. Hui. Ja, ich bin jetzt mal hierher geflogen. Immer so machen. So, jetzt bin ich hier. So, jetzt da oben. Es lädt gerade alles. Okay, ja, ich bin raus. War zu Blöcke vorbei. Ja, na, das war ja schon damals auch so. Ach, und der ist leer. Wer ist leer? Der Basis-Energiewürfel. Na, klasse. Ja gut, ich habe ja noch einen zweiten, um dann, dass wir zurückkommen. Den kann ich ja dann austauschen. Die Frage ist jetzt nur, wie ist die Zeit überhaupt? Oh, das wahrscheinlich ist jetzt rum bei 28 Minuten. Okay. Aber wir können das bestimmt auch vorspulen, das Fail. Ja, das können wir schon machen. Fail. Ich würde halt trotzdem nur erstmal sagen, dass wir jetzt hier alle gestrandet sind und dann gucken, wie wir auf die Asteroiden da hochkommen. Wo ist dann die Base? Über diesem hellen Asteroiden, darüber sieht man dann eine Base und da sollten wir mal hin, in die Richtung. Wir müssen nach dort oben. Sieht so alienhaft aus. Man baut das Portal dann mal ab am besten. Ja, dann bauen wir es komplett ab. Aber das ist echt voll weit weg. Ja, ich... Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Jetpack, komm mal hin. Oh, ich hoffe, ich sammle alle wieder ein. Nicht runterfallen. Der ist fast weggeflogen. Mist. Eine Fackel. Wow. Dann nehme ich auch den... oh nein, nicht wegfliegen. Okay, dann machen wir hier erstmal Schlussikowski. Gucken, wie wir da hochkommen. Warte mal, ich muss noch ein Foto machen. Ja. Okay, danke. So, ja, dann bitte. Bis zur nächsten Folge. Genau. Tschüss.